ich denke diese Handtasche. Diese Handtasche. Da haben wir die Louis-Handtasche. Ja. Dann sage ich bei dir 45.000. Nee, das ist zu niedrig. 100? Das kann ich nie sagen. Darf ich fragen, wie viel du verdienst? Ich? Oh, das ist jetzt eine gute Gegenfrage. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marmo und kommt zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Wir haben heute ein neues Videothema am Start. By the way, bevor ich jetzt irgendwas sage, ich habe eine sehr, sehr schlimme Pollenallergie. Deswegen entschuldigt mich auf jeden Fall für mein Aussehen. Ich bin nicht auf Drogen oder sonst was. Worum geht's heute, Leute? Ich versuche heute anhand von drei Fragen das Jahreseinkommen von einem fremden Menschen zu schätzen. Ich habe mir so drei Fragen rausgesucht. Die erste Frage wäre einmal, was ist das Teuerste, was die Person besitzt? Die zweite ist einmal, wie hoch ist der Schulabschluss, den die Person besitzt? Also hast du eine Ausbildung, hast du einen Schulabschluss, was auch immer, Studium? Danach fragen wir und als letztes und eigentlich die wichtigste Frage, bist du glücklich mit deiner jetzigen Situation? Anhand von diesen drei Fragen werden wir auf jeden Fall versuchen, das Jahreseinkommen zu schätzen. Ihr könnt ja versuchen mitzuschätzen, Leute. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so schätzen würdet. Ich denke mal, das ist ein cooles Format. Das Format ist von einem YouTuber aus Amerika inspiriert, Leute. Und zwar Sean Rizwan. Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich denke mal, ihr wisst so circa, wie es funktioniert. Wir haben, denke ich mal, genug getalkt. Wir gehen straight zum Video rüber. Was geht? Wie heißt du? Max. Max und? Ich bin Jimmy. Jimmy und Max, okay. Ich versuche heute euer Einkommen zu erraten. Also ich versuche eine Summe zu schätzen, die ihr aufs Jahr verdient. Aufs Jahr? Also die Summe, die ihr in einem Jahr verdient. Die erste Frage wäre, was ist das Teuerste, was ihr besitzt? Ich glaube, das wäre, eine Wellensteinjacke, würde ich sagen. Eine Wellensteinjacke, das ist so das Teuerste, was du besitzt? Da würde ich jetzt sagen, wo ich sage, so, das gehört mir jetzt. Okay, und das liegen so bei 600, 500 Euro? Ich glaube, das war eine günstigere, ich glaube, 350 hat die, glaube ich. Okay, okay. Okay, wie sieht's bei dir aus? Das Wertvollste, was ich besitze, ist das Teuerste. Ich muss kurz überlegen. Also, wahrscheinlich mein PC. Ich habe so einen Gaming-PC. Okay. Der hat so, keine Ahnung, 1.100 Euro gekostet. 1.100, okay, okay. Was für einen Schulabschluss habt ihr? Was ist so euer höchster Stand beim Schulabschluss? Abitur bei mir. Okay. Ja, ich habe auch Abi gemacht. Ihr habt beide Abi gemacht, so. Und jetzt die dritte und letzte Frage. Seid ihr glücklich aktuell mit eurer momentanen Situation? Könnte besser sein, sagen wir so, aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, mir geht's schlecht oder so. Okay, 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 okay. Ja, es könnte einem immer schlechter gehen, ne? Aber die Frage ist halt schon, wann ist man glücklich, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, Bro. Bei mir? Ja. Ich lebe. Wir trinken Wasser, wir haben ein Dach über Kopf. Ich bin glücklich. Ja, wenn man das so sieht, dann safe. Da bin ich auch glücklich, was das angeht. Mit irgendwas bist du ja scheinbar unglücklich oder so. Ja, einfach oder? So den Struggle, den man hat. Den ne? Du Struggle, kennst das genau. Auch so. Safe. Es ist immer was. Safe, safe. Es gibt immer Ups und Downs. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Infos gesammelt. Ich habe mir in meinen Kopf jetzt so ein paar Sachen eingespeichert. Fangen wir einfach mit dir an. Du bist gerade in der Ausbildung. Oder im Studium, eins von beiden. Okay, du auch eventuell im Studium? Ich bin tatsächlich auch im Studium. Okay, okay. Da ihr studiert ihr, okay, das war eine Frage, die ich eigentlich nicht stellen darf. Geht man davon aus, dass ihr einen Nebenjob habt und bei dem Nebenjob bis zu 1000 Euro verdient. Deswegen würde ich euer Einkommen so auf 15.000 bis 20.000 im Jahr schätzen. Okay, okay. 15 bis 20k verschätze ich so verdient ihr im Monat, im Jahr, okay. Jährlich, aktuell. Schätze. Ich habe tatsächlich momentan keinen Nebenjob. Okay. Ich krieg halt BAföG, ne? Oh. Habe ich beantragt. Okay, okay. Und das sind so, also ich krieg so BAföG 900 Euro im Monat ungefähr und dann noch so Kindergeld, ne? Okay, okay. Sind auch nochmal 200 Euro. Okay, okay. Also ich kam da eigentlich schon mit meiner Einschätzung ein bisschen nah, ne? So 1.100 Euro. So, ich blieb da. Man kommt da schon so bei dir auf 10.000 bis 12.000. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, schon ist, ist mehr als ich gedacht habe. Das sind 1.000 Euro im Monat sind. Ja, wenn man das so aufs Jahr rechnet, okay, ja. So, Digga, also komm, hier haben wir schon mal. Okay, okay. Den Punkt kriege ich, den Punkt kriege ich. Ja, okay, und wie sieht's bei dir aus? Also bei mir ist es auch jetzt knapp wie bei dir jetzt. Knapp wie bei dir. Wie du gesagt hast, so ein bisschen weniger würde ich vielleicht schätzen. Aber ich würde jetzt so, wenn ich sage, schätzen müsste, so um die 1.000 Euro im Monat. Vielleicht, wenn es mal gut läuft, ein bisschen mehr. Aber deswegen würde ich schon so 15.000, glaube ich, war schon korrekt. Okay, krass, krass, krass. Du studierst und hast einen Nebenjob? Ja. Okay, alles klar. Ja, Jungs, das war's schon. Ich habe, denke ich mal, hier, das war der erste Step, ne? Der erste Versuch. Und ich habe, glaube ich, hier gar nicht mal so schlecht geraten. Ja, das ist schon guter erster Versuch. Super, super. Was, danke, wollt ihr noch irgendwas in die Kamera sagen?
Nee, du? Also fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, Jungs, alles cool, Mann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, moin, wie geht's? Wie heißt du? Moin, ich bin Harry und ich komme aus Bremen. Evelyn aus Bremen. Aus Bremen kommt ihr beide. Wir versuchen heute anhand von drei Fragen euer, oder besser gesagt, dein Jahreseinkommen herauszufinden, zu erraten. Du studierst, hast du gerade gesagt. Deswegen, also können wir es jetzt fragen. Ne? Erste Frage, was ist das teuerste, was du besitzt? Mein Auto. Dein Auto. Was für ein Auto ist das? Das ist CLA 45 AMG. Oh, okay. CLA 45 AMG. Welches Baujahr? 2018. 2018. Ich schätze auf 35, 30k kostet der. Ja, ein bisschen mehr. Also ich habe ihn für 37 geholt. Okay. Ja. Okay. Da haben wir schon mal das teuerste. Und zwar ist es 37.000 Euro, dein Auto. So. Die nächste Frage, welchen Schulabschluss hast du? Ich habe ein Abi gemacht. Du hast dein Abi gemacht? Okay, dein Abi ganz normal. Und jetzt die dritte Frage, bist du mit deiner aktuellen Situation zufrieden? Ja, sehr sogar. Sehr. Ich würde mal so schätzen auf 70.000 Euro im Jahr. Nein, das nee, ist das nicht. Zu viel oder das zu wenig? Das ist zu viel, ja. Das ist zu viel. Okay, was ist es denn? Also es ist, ja, so fast bei 40.000 ungefähr. Das passt bei 40.000. Was machst du dann, wenn ich fragen darf? Also ich bin so Abteilungsleiter, Maschinenführer in so einer kleinen Firma. Okay. Hast du dafür studiert oder sowas? Ja, ich musste ein Jahr dafür studieren. So. Okay. Hört sich gut an auf jeden Fall. Ja. Dann war's das auch schon. Ich hab's vollkommen verkackt. Dankeschön. Esso. Moin, Maya. Maya, wie geht's dir? Ganz gut eigentlich, ja. Super. Du hast gerade schon gesagt, so worum es so circa geht. Ich versuche jetzt anhand von drei Fragen herauszufinden, was dein Jahreseinkommen ist. So. Dann fange ich auch schon mit der ersten Frage an. Und zwar, was ist das teuerste, was du besitzt? Ja, ich denke, diese Handtasche. Diese Handtasche. Da haben wir die Louis-Handtasche. Liegt so, glaube ich, bei 1000, 1500, irgendwas so dazwischen. Weniger. Weniger sogar? Ja. Okay. Ich weiß es nicht, 800, glaube ich, 800, oder so. 800. Was für einen Schulabschluss hast du? Abitur. Abitur, okay. Bis jetzt alle Abi in diesem Video. Und die letzte Frage. Bist du mit deiner momentanigen Situation glücklich? Nein. Nein. Okay. So, das waren die drei Fragen. Ich schätze auf 30.000 Euro im Jahr. Ja. Kommt das hin? Nee. Nee. Okay, mehr oder weniger? Weniger. Wie viel ist es? Soll ich sagen? Ja, gerne, natürlich. Wir sind schon durch. Ich habe schon verkackt. Also ich bin noch in der Ausbildung. Okay. Ich mache jetzt meinen Abschluss. Okay. Das heißt so roundabout 10.000. Roundabout 10.000, okay. Für eine Ausbildung ist es aber gar nicht mal so schlecht, oder? 10.000? Ja, ist eine ganz gute Bezahlung. Ich bin im Amt, also. Im Amt, okay. Ja. Und wieso bist du unzufrieden? Weil die Ausbildung nicht vorbei ist und mit Wohnung und Auto ist das alles schwer zu finanzieren. Okay, das ist verständlich. Ja, eine Ausbildung. Aber ich habe jetzt bald die Prüfung, von daher. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg, dass du es auf jeden Fall hinkriegst. Wie sieht es denn aus nach der Ausbildung, so dein Einstiegsgehalt in der Branche, wo du dich gerade befindest? Darf man das fragen? Bei mir sind das so 1,7 netto. 1,7 netto, okay. Ja. Die Ausbildung bei dir ging 3 Jahre lang. Ja. Okay, krass. Das war's dann schon. Danke dir. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen oder sonst was? Hi, wie heißt du? Hi, Lena. Marlene? Ja. Und Lena? Genau. So, was läuft? Wie geht's euch heute? Sehr gut. Was macht ihr in Hamburg? Wir fliegen morgen von hier in Urlaub. Ja, also wir sind nur für eine Nacht hier und dann fliegen wir morgen. Wohin geht's in den Urlaub? Venedig. Genau. Ich versuche jetzt anhand von drei Fragen euer Jahreseinkommen zu schätzen. Mhm. So. Wir haben da jetzt drei Fragen vorbereitet und wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar, was ist das Teuerste, was ihr besitzt? Was wir besitzen? Genau. Was ist das Teuerste, was ihr habt? Auto. Dürfen wir wissen, was es wert ist? War mal 14.000 wert. Ich weiß nicht. Momentan geschätzt 9.000. 9.000, du sagst 14.000? Ja, 8.000, 9.000. Okay. So, ja. Dann haben wir schon mal die erste Frage und dann kommt die zweite. Wie hoch ist euer Abschluss? Master. Okay, in was? Wirtschaftswissenschaften. Okay. Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Dann haben wir die letzte Frage. Seid ihr mit eurer momentanigen Situation zufrieden? Ja.
Nein. Da kann noch, geht noch mehr. Da geht noch mehr. Okay. Es geht immer mehr, ne? Es geht immer mehr. Aber nein, bisher noch nicht zufriedenstellend. Nein. Okay. Ich würde mal einfach schätzen, du verdienst um die 70.000 im Jahr. Ich wohne aber auch in Berlin, nee. Du wohnst in Berlin? Mhm. Okay. Da gibt es ein bisschen anders als hier in Hamburg. Okay, 70.000 sagst du schon mal falsch. Falsch. Okay, bei dir würde ich dann schätzen, ja, auch so 70.000 um den Dreh, jährliches Einkommen. Leider nein. Okay. Aber man muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade noch im Master. Also ich mache gerade meinen Master. Du studierst noch gerade, okay. So, jetzt dann die Wahrheit. Musst du auf das Richtige kommen? Nein, also... Nee, du bist falsch einfach. Ich bin falsch, genau. Komplett. Aber Berlin ist auch wirklich ein bisschen anderer Schnitt als hier in Hamburg, glaube ich. Aber inwiefern bin ich falsch? Du bist zu hoch. Du bist zu hoch. Okay. Auf jeden Fall. Okay, ich habe mir zu viele Videos so aus Amerika angeschaut. Ich glaube, das liegt daran. So, ich versuche einfach mal nochmal einen Step. Dann sage ich bei dir 45.000. Nee, das ist zu niedrig dann. Zu niedrig. Okay, dann sind wir bei 55 so. Ja, genau. So, ich habe einfach verhandelt, ne? Okay. Und bei dir auch so um den Dreh? Nein, ich habe nur einen Werkstudentenjob und verdiene 12.000 im Jahr. Okay. Aber studiere halt auch nebenbei. Alles klar. Ja, Leute, das ist schwierig, ne? Also man muss sich auf jeden Fall reinfuchsen in dem Thema. Das ist sehr sympathisch gemacht. Ja. Dankeschön. Aber sehr interessant auf jeden Fall. An sich war es das eigentlich Dankeschön. Schon. Wollt ihr doch vielleicht irgendwas in die Kamera sagen? Nein. Das war's. Moin, hi, wie heißen Sie? Isabel. Mhm. Um das Eis zu brechen, darf ich dich duzen? Bitte. Super. Also ich stelle dir jetzt drei Fragen. Und anhand dieser drei Fragen möchte ich dein Jahreseinkommen schätzen. Okay. So. Ich fange dann einfach mal mit der ersten Frage an. Was ist das Teuerste, was du besitzt? Tja, ich glaube, das ist die Liebe, ne? Das ist die Liebe. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort, aber tatsächlich müssen wir Richtung Materialismus. Okay, gut. Das ist mein Auto. Dein Auto, okay. Mhm. Darf ich so nur schätzungsweise fragen, was für ein Auto oder was es so kostet, nur damit ich so für meinen Kopf das speichern kann? Mini. Ein Mini. Dann die zweite Frage. Dein Schulabschluss. Was für einen Schulabschluss besitzt du? Tja, ist eine gute Frage. Ich denke mal, das ist ein bisschen länger her. Das stimmt. Ja, normaler Abschluss. Normaler Abschluss. Mhm. Hauptschulabschluss, mittlerer Schulabschluss, Abitur. Haupt. Okay. So, Haupt. Und jetzt nochmal die letzte Frage. Mhm. Und zwar, bist du glücklich mit deiner jetzigen Situation? Sehr. Sehr. Mhm. Okay. Jetzt wird's spannend. Das waren jetzt die drei Fragen. Mhm. Und ich schätze jetzt mal einfach, ich würde mal sagen, du verdienst 45.000 Euro jährlich. Nein. Falsch gelegt. Mehr? Weniger? Ein bisschen mehr. Oha! So um die 60? Ein bisschen mehr. Bisschen mehr? Okay. 70, 80? Ein bisschen mehr. 100? Das kann ich nicht sagen. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen. Ganz gut. Okay, dann haben wir die Antwort. Ich habe komplett natürlich wieder, ich lag falsch, aber interessant. Und was arbeitest du jetzt, wenn ich frage? Ich bin selbstständig. Selbstständig, okay. Darf man fragen, in welcher Branche? Friseurbranche. Mhm. Okay, deswegen die schönen Haare. Okay, danke. Bitte. Genau, das war's schon. Das ist sehr interessant gewesen. Ja, danke dir für deine Zeit. Du lachst total falsch. Ja, tatsächlich schon. Aber wenn man ein Mini fährt, das heißt noch nicht lange, dass man arm ist oder wenig verdient. Also 60.000 ist ja eigentlich auch schon ein gutes Einkommen, ne? So 3.000, 4.000 Euro im Monat kommen da schon hin. Ja. So, aber du verdienst überdurchschnittlich scheinbar. Darf ich fragen, wie viel du verdienst? Ich? Oh, das ist jetzt eine gute Gegenfrage hier, ne? Komm, wir machen das dann andersrum. Du errätst es bei mir. Okay. Ich denke mir, bist du schon fertig mit dem Studium? Ich bin fertig mit Schule, Studium, allem. Okay, das heißt, du bist schon Professor. Professor nicht? okay, genau. Ich bin selbstständig auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Guck mal, ich habe dir eine Großhilfe gegeben. Ja, du verdienst ungefähr 85.000 im Jahr. Also man kann es jetzt nicht auf jedes Jahr hochrechnen, aber so roundabout. Du hast
bisschen weniger. Aber du bist auf der richtigen Weg dahin, ne? Genau, ich bin auf dem richtigen Weg dahin. Ich drück die Daumen. Super, ne? Danke dir für die Zeit. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Danke. Also das war mal eine sympathische Socke, würde ich mal sagen, ne? Ich fand's schwierig bei der Dame herauszufinden. Sie könnte mehr, weniger, weil es ist nicht so ganz einfach, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, aber es macht sehr Spaß. So Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auf jeden Fall coole Personen am Start gehabt, coole Meinungen. Ich denke mal, ich lag so bei 40-50% richtig. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Einschätzungen waren. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lässt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.